Guten Morgen, Timon Krause ist bei uns. Guten Morgen. Morgen. Amtierender Best European Mentalist. Also Mentalist heißt, du kannst irgendwie Gedanken lesen. Und für gewöhnlich sieht man so jemanden immer auf einer großen Bühne und man kann ihn aber immer nicht nach den Tricks fragen, warum man das kann. Ja. Was tust du? Siehst du, liest du an den Augen irgendwas ab? Sieht man die Augenbewegung? Siehst du das Zittern der rechten Hand und dadurch weißt du, Zittern der rechten Hand. Also ich komme ursprünglich aus der Hypnose. Das heißt, viel von dem, was ich mache, basiert auf Suggestion und darauf, Menschen so zu beeinflussen, dass sie letzten Endes dasjenige machen, wovon ich will, dass sie das machen. Aha. Was ich auf der Bühne mache, unterscheidet sich auch ein kleines bisschen von den Dingen, die ich sozial und mit den Menschen mache. Und auf der Bühne geht es natürlich noch ein bisschen mehr um Spektakel und um die Show, die dazugehört. Ja. Das ist wirklich total spannend. Wenn du aber, ich habe auf deiner Instagram-Seite gesehen, du bist auch ganz viel unterwegs in anderen Ländern, du reist sehr viel. Die Menschen reden ja nicht alle Deutsch oder Englisch, sondern sprechen ja auf anderen Sprachen. Kannst du dann trotzdem Gedanken lesen oder wird es dann schwieriger? Stimmt. Das Schöne am Gedankenlesen ist irgendwie, dass während Menschen sich ja im Detail voneinander unterscheiden, wir im Großen und Ganzen schon irgendwie gleich sind. Das heißt, die Prinzipien, die dem Gedankenlesen und der Beeinflussung zugrunde liegen, kannst du eigentlich bei jeder Person weltweit anwenden. Natürlich wird es schwer, wenn ich mich mit der Person nicht verständigen kann oder nicht kommunizieren kann. Viel von dem, was ich mache, basiert auf Sprache. Also in klein können wir das ja jetzt mal zeigen, was du so kannst. Seit du 12 bist, hast du gesagt, genau. Beschäftigst du dich damit. Also man muss dann schon auch sich dahinter klemmen, um irgendwann so gut zu werden wie du. Wie mit allem, wie mit allem. Übung macht den Meister. Genau, ich zeig dir was eigentlich demonstriert, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass Gedanken immer den Körper beeinflussen. Ich habe 2 50-Cent-Stücke für dich am Start. Mhm. Ich würde dich einmal bitten, hier ein Smiley-Face drauf zu malen, also einen lachenden Smiley. Das andere Stückchen einen weinenden Smiley. Das ist jetzt unsere fröhliche Münze und unsere traurige Münze in dem Moment. Aline, du wirst gleich eine der beiden Münzen in jeder Hand nehmen, aha, zum Beispiel die fröhliche in die rechte, die traurige in die linke oder andersrum. Du musst wissen, welche Münze sich in welcher Hand befindet. Ich darf es nicht wissen. Streckst danach die Hände geschlossen nach vorne, sodass ich nicht sehen kann, welche Hand in welche Hand welche Münze hält. Okay, das sind völlig normale Geldstücken. Versuchen die Menschen, dich dann immer hinter das Licht zu führen und gucken dich nicht mehr an oder so? Weil ich denke die ganze Zeit nicht, dass er mich jetzt schon beeinflusst hat. Schon. Wichtig hierbei ist wirklich, dass du weißt, welche Hand welche Münze hat, ja? Ja, weiß ich. Alles klar, perfekt. In der Theorie ist jetzt die Hand, die die glückliche Münze hält, stärker. Und ich werde es beweisen, wir machen das so 3-4 Mal. Ich drücke einmal hier drauf. Hier ist ein bisschen schwächer, alles klar. Hier ist die traurige Münze, das hier ist die fröhliche Münze, ja? Ja, das stimmt. Perfekt, wir wiederholen es nochmal und wir machen es in der 4. Runde gleich ein bisschen schwieriger. Hätte ja jetzt 50-50 sein können in dem Fall. Die Idee dahinter ist... Na wieso? Ich kann es ja nicht... Die Regisseurin sagt gerade, zeigt die Münzen besser. Was soll ich denn zeigen? Ach so, ich darf sie doch nicht zeigen. Alles klar, ich drücke nochmal drauf. Mhm. Du weißt, welche Münze wo ist? Mhm. Noch ein bisschen drauf. Oh, du hast jetzt aber versucht, stark zu halten in dem Fall. Die war aber etwas stärker. Hier ist die fröhliche Münze, das hier ist die traurige Münze. Das ist ja krass, weil ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas... Also ja, hier ist die fröhliche und hier ist die traurige Münze. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich irgendwo stärker oder schwächer bin. Aber du spürst das irgendwie. Genau, die Idee ist Kinesiologie. Das bedeutet, dass ein Gedanke halt den Körper beeinflusst. Wir machen noch 2 Runden. Eine Runde genauso, die letzte Runde machen wir. Okay, warte, ich muss jetzt überlegen, wie kann ich dich... Und jetzt versuche ich, also ich bin jetzt sowas von stark. Jo, wenn ich du wäre, Alina, würde ich... Alles klar, bist schon fertig. Perfekt, wir drücken nochmal drauf. Okay, starke Münze. Das ist die fröhliche Münze, hier ist die traurige Münze, stimmt's? Ja, stimmt. Hier ist wieder die fröhliche. Und ist jetzt schon eine Trefferquote. Also am Anfang dachte ich so, ja, okay, 50-50 Chance ist jetzt auch nicht so krass, aber... Letzte Runde. Die letzte Runde spielen wir ein kleines bisschen anders. Dieses Mal nimmst du eine der Münzen und legst sie einfach neben dich unter das Kissen. Ja. Du wälzt nur eine der Münzen in deiner rechten oder linken Hand, wie du möchtest, und streckst die Hand nach vorne. Okay. Du musst wissen, welche Münze in deiner Hand bleibt. Ich drücke gleich nicht mehr auf deine Hand. Ich werde es versuchen, einfach mal an dir abzulesen quasi. Eine Münze drunter, die andere Hand streckst du mit der Münze nach vorne. Perfekt. Schau mich nur kurz an. Hast du dich bewusst für die Münze entschieden? Ich habe lange drüber nachgedacht, was denkt Timon, was ich machen werde. Letzten Endes hast du dich für die fröhliche Münze entschieden, das passt auch zu dir. Das stimmt. Perfekt. Ich dachte noch, nehme ich jetzt die traurige, aber dann, um dich quasi zu veräppeln, aber nee. Völlig, schön. Also das ist wirklich total spannend. Ich würde es halt gerne selber lernen. Könnte man sich im Prinzip von dir alles beibringen lassen? Kannst du dir im Prinzip von mir alles beibringen lassen? Ich meine, das hier kannst du auch prima zu Hause ausprobieren, einfach mit Freunden. Es ist halt ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Das können die Leute zu Hause auch mal ausprobieren. Das ist relativ easy und ein guter Einstieg irgendwie. Hilft dir das im Privaten? Schon. Ich sage immer, es ist ein bisschen wie ein Tänzer. Ein Balletttänzer läuft hier immer gerade. Du siehst, dass er ein Tänzer ist, aber er tanzt nicht immer. Und genauso geht es bei mir irgendwo in die Kommunikation über. Ich bin immer dabei, aber ich analysiere nicht die ganze Zeit kontinuierlich Menschen bewusst, damit ich mich auch ab und zu entspannen kann irgendwie. Aber es
kann jeder benutzen. Ein ganz spannender Beruf, was es nicht alles für Berufe mittlerweile gibt. Timon Krause hat auch ein Buch geschrieben, Du bist Mentalist. Also da kann man sich wahrscheinlich auch noch ein paar Tipps holen. Und bist natürlich auch mit einer Show auf der ganzen Welt unterwegs. Also großartig. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir.